Bienvenue, guten Morgen. Ich möchte Sie im Namen von EDUCA, insbesondere der SFIB, recht herzlich begrüßen und willkommen heißen. Die SFIB, CTÜ, hat heute einen Netzwerkanlass organisiert. Und Netzwerke ermöglichen der SFIB in einer föderalen Bildungslandschaft, und das ist schnell gesagt, aber in der Realität ist das herausfordernd, im Sinne von 26 Bildungssysteme, versucht die SFIB über solche Netzwerke nationale Herausforderungen zu identifizieren mit Partnern, das sind die ICT-Fachstellen, das sind Organisationen und Experten, diese Herausforderungen anzugehen. Das mündet dann meistens mit nationalen Basislösungen. Das kann auf der einen Seite sogenannte Empfehlungen sein oder auf der anderen Seite Grundkonzepte und versuchen so einen Dienst für das Bildungssystem anzubieten. Eine solche Herausforderung ist auch das Thema OSS, Open Source Software, oder grundsätzlich müssen wir sagen, die Open-Bewegung mit den Bereichen Open Source, Open Content, Open Access, Open Education, Open Government. Das sind Themen, die immer wieder auf verschiedenen Ebenen diskutiert werden. Der Open Content-Bereich wird für 2014 für die SFIB ein inhaltlicher Schwerpunkt sein. Und wir werden in Zusammenarbeit mit Partnern verschiedene Maßnahmen. Eine ist eine Fachtagung im August 2014, einen Guide, Unterstützungsmaterialien für Schulen, aber auch eine sogenannte nationale Umsetzungsstrategie entwickeln, mit der Fragestellung, welche Verantwortlichkeiten sind auf welcher Ebene zu lokalisieren. Die SFIB wird Sie sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt darüber noch informieren. Ich möchte hier nicht einen langen Input geben, sondern ganz kurz eröffnen. In diesem Sinne möchte ich auch für die Organisation und die Mithilfe danken, insbesondere die SFIB-Leiter Markus Wille und die wissenschaftlichen Mitarbeiter Fabi Harthagner. Ich möchte aber auch danken Matthias Stürmer, der uns in dieser Thematik sehr stark unterstützt hat, auch Roni Standke, der uns in diesem Bereich unterstützt hat. Aber ich denke, wenn ich das reiche Programm sehe, möchte ich allen Referenten auch dazu recht herzlich danken. Ein besonderer Dank geht an dich, Edith. Ich denke, es ist wichtig, dass solche Themen auch politisch an dem richtigen Ort angebunden werden. Und du bist ja die Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit. Und wir wissen, diese politische Unterstützungsarbeit zu schätzen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen spannenden Tag. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Toni Litz, für deine einführenden Worte, Frau Nationalrätin. Ich werde etwas formell, ich genieße das, wenn wir an so einem Anlass, so wie der Direktor eben gesagt hat, so breite Unterstützung genießen auf allerhöchster Ebene. Das zeigt auch, wie wichtig die Thematik zu sein scheint. Ich erlaube mir, bevor ich dir dann das Wort übergebe, ein paar einleitende Worte auf der nächsttieferen Ebene, auf der Ebene der SFIB an Sie zu richten. Zuerst einmal zur SFIB selber. Sie haben das wahrscheinlich einige von Ihnen schon ein paar Mal gesehen, einfach zur Wiederholung. Wo befinden wir uns? Was macht die SFIB? Das sind so die Rollen und Aufgaben, Hauptaufgaben der SFIB innerhalb des Bildungssystems. Wie Sie wissen, EDK und SBFI sind unsere Auftraggeber. Wir fungieren so quasi als Fachagentur dieser beiden Institutionen. Und dann alle Punkte, die Sie darunter aufgelistet sehen, sind so diejenigen, die unsere Tätigkeiten, die wir täglich machen und tun, beschreiben. Heute sind wir sicher in dem Bereich identifizierte Herausforderungen, setzt Schwerpunktthemen, unterstützt bei der Umsetzung. Das ist ein wichtiges Thema und ich freue mich sehr auf euren Zuspruch.
den Sie hier mit Ihrer Anwesenheit präsentieren. Ich erlaube mir auch, schnell zu zeigen, wo dass wir diesen heutigen Anlass legitimieren oder wie dass wir ihn legitimieren. Im Vertrag, den wir mit DDK und SBFI gemacht haben, steht ganz explizit drin, dass wir die Partnerschaften mit Herstellern pflegen sollen, Software, Tools und Content. Das hat Toni Ritz eben schon angetönt. Und in der ICT-Strategie, insbesondere der EDK, steht im Handlungsfeld 5 drin, dass wir günstige Rahmenbedingungen für die Kantone und ihre Schulen schaffen sollen bezüglich Hardware, Software und auch Internetzugang. Und das kann man jetzt, da die Strategie schon etwas älter ist, auch noch erweitern mit anderen Herausforderungen. Im letzten Jahr, Sie haben das alle wahrscheinlich mehr oder weniger hautnah mitbekommen, hat das eine oder andere Geschäft in diesem Bereich Wellen geworfen. Ich möchte jetzt nicht näher mehr darauf eingehen. Wir haben uns auch in Anbetracht dessen, wie viele Ressourcen das für uns gebraucht hat, stark damit auseinandergesetzt und gesagt, es ist wichtig, dass man diese Rahmenbedingungen schafft, aber es ist wichtig, dass sie nicht auf einseitig geschaffen werden. Wir sind nach wie vor der Ansicht, dass es bildungspolitisch und gesellschaftlich eine wichtige Aufgabe ist, für Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit zu sorgen, dass die Wissensbasis in unseren Schulen nicht durch Firmen von proprietärer Software kommerzialisiert werden. Ich sage jetzt das extra ein bisschen provokativ, wir können gerne vielleicht in der Pause noch darüber sprechen. Es ist aber aus unserer Sicht eine explizite Aufgabe der Bildungsinstitutionen, die Lernenden nicht ausschließlich mit Produktwissen zu versorgen, sondern eben mit unterschiedlichen Konzepten und Alternativen und echten Alternativen zu den gängigen Lösungen, dass man diejenigen aufzeigt. Und mit diesem Anlass heute möchten wir in diesem Sinne ein Schwergewicht legen und Sie bitten, hier mitzudenken und mitzuhelfen, wie wir diese echten Alternativen dann wirklich auch ins Schulzimmer hinein transportieren können. Damit verlasse ich die politische Ebene wieder. Verzeihen Sie mir mein etwas... Ja, tendenziell in Richtung OSS-Software Sympathie geprägtes Statement. Ich finde das Thema tatsächlich äußerst wichtig. Ich gebe das Wort und bevor ich dir das übergebe, Fabian, möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Ich sitze hier halt einfach ein bisschen hin. Die Hauptarbeit von heutigen Tag hat eigentlich Fabian Hartwagner geliefert. Sie wird euch und Ihnen jetzt präsentieren, wie der Tag organisatorisch und praktisch gegliedert ist und anschließend werde ich dann noch einmal kurz das Wort ergreifen für das weitere Vorgehen. Herzlichen Dank. Ja, willkommen allerseits et bienvenue. Vous allez voir que je vais switcher. Ich werde ein bisschen hin und her wechseln zwischen den Sprachen, parce qu'on est un public bilingue ici. Et c'est aussi donc le principe de cette journée, c'est qu'on parle dans sa langue maternelle. Wir sprechen einfach unsere Muttersprache und verstehen die andere. Et si la compréhension pose un problème ici ou là, n'hésitez pas de me faire signe, je vais faire ce que je peux pour vous aider. Also auch bei den Diskussionen, Fragen und Antworten irgendwie dann doch schwierig werden. Ich helfe gerne kurz zu übersetzen, wenn es sprachliche Probleme gibt. Und sonst einfach muttersprachlich sprechen und nicht genieren, Fragen zu stellen, wenn man es nicht verstanden hat. Gut, also den schönen Ort habt ihr gefunden, diese schöne Universität. Den Seminarraum habt ihr auch gefunden und die Toiletten sind gleich hier gegenüber. Ihr seht das auch nochmal alles hier eingeblendet. Ich dachte, es sei dann viel komplizierter, aber es scheint kein Problem zu sein. Also die Orientierung ist garantiert. Si quelqu'un a envie de sortir entre temps, il y a la possibilité de descendre par l'escalier principal. Zum Programm komme ich gleich nochmal zu den Details. Ich habe hier auch noch die Detailausdrucke für diejenigen, die es nicht dabei haben. Ihr könnt euch bedienen.
Pausenfenstern komme ich gleich noch. Möchte jetzt einfach noch organisatorisch sagen, ich glaube, das mit dem WLAN klappt eben jetzt nicht. Ja, also tut mir leid, dann springen wir gleich weiter. comme vous voyez, il y a une caméra qui enregistre les contributions lorsqu'on est fait les mettre en ligne en fait, pour les gens qui ne peuvent pas participer aujourd'hui. Diejenigen, die nicht gefilmt werden möchten, sollen das bitte dem Roni mitteilen, damit er dann ausschaltet. Und diejenigen, die im Publikum sitzen und überhaupt gar nicht gesehen werden möchten, ich glaube, das Problem ist nicht vorhanden, weil es wirklich einfach sehr zentral in Ihrem Wohnen gefilmt wird. Alors, tous ceux qui n'aimeraient pas être filmés, faites signe à Roni, sinon on va enregistrer ça et on part de l'idée que vous êtes d'accord qu'on va le publier sur Internet. Wir haben hier vorne eine Feedbackbox, da ist auch ein kleiner Zettel mit Fragen, weil wir gerne uns ein Bild davon verschaffen möchten, wie das für Sie der Tag für Sie war, damit wir das auch in Zukunft berücksichtigen können. Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das einfach am Ende des Tages ausfüllen und da vorne in diese Box legen. Ebenfalls diese Badges, les badges avec les noms, on va les recycler lorsqu'on les réutilise. Alors, s'il vous plaît, utilisez la boîte prévue à cet effet. Und dann haben wir noch geplant, eine Website eben zu erstellen. Ich wollte Sie schon einblenden, damit Sie sehen, wie das geplant ist. Die Idee ist, dass wir zu jedem Beitrag eine Unterseite machen, wo wir Ihre Präsentation, wenn Sie einverstanden sind, damit auch zum Download anbieten und den Link zu der Aufnahme eben posten. Und deswegen danke all jenen, die uns Ihre Präsentation zur Verfügung gestellt haben. Diejenigen, die die noch korrigieren möchten, kein Problem, einfach mir die herschicken oder gleich hier geben, auf dem Stick oder auf dem Computer. Wenn ihr nicht einverstanden seid und keine solche Unterseite haben möchtet, ist es auch kein Problem, dann einfach auch Bescheid geben. Alors, tous ceux qui n'aimeraient pas mettre à disposition leur matériel, il n'y a pas de problème, il faut juste me le dire. Wir haben eine andere Unterseite noch schon mit einer Sammlung zu Materialien zum Thema OSS und Schule aufgebaut. Das ist eigentlich die Idee, dass diese Sammlung auch ständig erweitert werden kann. Also wenn Sie noch zusätzliches Material haben, was Sie ganz wichtig finden, nehme ich das auch sehr gerne entgegen. Pour l'instant, il y a surtout des liens allemands pour des raisons compréhensibles, je suppose. J'ai toujours marqué les liens avec DE pour allemand, FR pour français. Comme ça, vous ne cliquez pas sur les liens uniquement au cas où vous n'aimeriez pas voir les autres langues. Et je reçois volontiers des propositions, des suggestions justement pour élargir cette liste. Non. Dann eben, das sind die Zeitfenster und das Wichtige dabei ist eben, dass wir die Pausenfenster gut einhalten können, weil genau da ist dann das Catering bestellt und es wäre gut, wenn das klappen könnte. Sonst zwischen den Beiträgen, ich denke, sind wir relativ flexibel, wenn es dann Fragen gibt oder so, einfach noch, darauf zu reagieren. Es gibt noch leider auch Abmeldungen, Leute, die krank sind und unter anderem eben Frau Baumann, die im World Café vorgesehen gewesen wäre und Matthias Schumann hat sich ja bereit erklärt, diese OSP1-Einheit dann zu vertreten und wir danken ganz herzlich dafür. Und ja, wünschen uns auch, das ist auch noch eine Bitte, dass Sie sich gleich selbst vorstellen, die Rekrutierenden, die kommen, weil das das Einfachste ist. Die Pausen sind relativ ausgedehnt. Profitez-en pour faire du networking, mais respectez aussi les heures pour que les gens qui se sont préparés à une contribution aient vraiment le temps à disposition prévu. Est-ce qu'il y a encore des questions? Gibt es noch Fragen organisatorischer Art jetzt? Alles klar. Gut, dann freue ich mich sehr auf die interessanten Beiträge.